spätes Hallo von mir, ist schon Nachmittag bei uns, schon 14.40 Uhr. Wir sind hier mit den zwei kleinen Mäusen, Lara und Luisa, und Papa ist natürlich auch hier, alle in Weiß. Hallo. Wir sind in Weiß angezogen. Wir sind auf jeden Fall heute auf dem, also wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Baumarkt, weil wir wollen uns einen Pool kaufen. Das habe ich euch ja gestern schon im Vlog gesagt. Beziehungsweise ihr habt den Vlog am Mittwoch gesehen, also dieses Video kommt am Freitag, also vorgestern. Und ja, schauen wir mal. Also ich habe ein bisschen online geguckt beim Obi. Da hätte ich schon was gefunden. Wir wollen uns das Ganze nochmal anschauen, was auch vor Ort ist. Ich möchte dieses Jahr einen runden Pool, weil der für mich irgendwie größer ausschaut als so ein rechteckiger. Mal schauen, was wir finden. Mir wäre wichtig etwas mit Poolheizung, weil, ja, damit man es auch genießen kann. Das geht dann aber nicht rein, oder? Ich würde da nie reingehen. Also ich bin in dem anderen schon reingegangen, aber mit Kampf. Das Wasser muss schon wie eine Suppe sein. Nein, das ist nicht, aber so thermenmäßig. Therme, Mann! Zu Therme hätte ich mega Bock. Heute? Am Abend? Ich weiß gar nicht, ob ich schwanger. Doch, ich war schwanger schon öfter im Thermenwasser. Mit Michelle, oder? Auch war ich hochschwanger. Den brauchen wir größer als jetzt. Ja, egal, auf jeden Fall. Wir schweifen ab, aber Pool, das ist unsere Mission heute. Ich hoffe, wir finden was Cooles und was Schönes und was Tolles für unsere Kinder. Wir haben eine Mission. Pool. Pool! Ja, es wäre cool, weil man, heute ist es nicht so schön, aber die kommende Woche wird es super heiß werden. Wirklich? Und man weiß jetzt auch nicht so wirklich, was ist mit dem Urlaub. Macht man was, macht man nichts? Kommt jetzt nochmal eine zweite Corona-Welle oder nicht? Es ist ein bisschen alles ein bisschen fragwürdig. Deswegen, ein Pool ist eine gute Sache. Aber ich glaube, das heißt, viele werden keinen Urlaub machen. Ich glaube auch, dass viele so keinen Urlaub machen. Ja. Na gut, mein Lieben. Wir schauen mal, was wir finden. Wir nehmen euch mit beim Pool schauen. Baby Shark. Das ist kein Johnny Johnny, das ist Baby Shark. Baby Shark, ja, ist immer was Neues. Wir haben den Pool. Grüße dich, Schatzi. Wir haben jetzt insgesamt 200 Euro ausgegeben. Da haben wir auch die ganzen Sachen gekauft. Der Pool hat 130 gekostet. Plus? Unterwasser-Lichter-Show. Unterwasser-Disco machen. Tuts. Ja, Schatzi, gleich. Dann haben wir so ein... Abdeckung. Hast du die richtige Größe genommen, oder? Ja, ja. Ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Einfach irgendeine genommen, oder was? Ja. Das ist ja nicht dein Ernst, oder? Ich schwöre. Gute Abmessung. Passt. Glück gehabt. Ist ja egal, ob es regnet, oder? Egal ist es nicht. Also es regnet ja nicht mehr, aber dann haben wir auch so Tabs gekauft und so ein Dosierer. Auf den ganzen Poolstress müssen wir uns jetzt eine Pause gönnen, oder Lara? Ja. Wir gehen mal zum McDonald's was essen. Wir wollten zuerst McDrive gehen, aber die Lara hat gesagt, sie will unbedingt drinnen essen. Wir haben schon urlang nicht mehr da drinnen gegessen. Ich wollte aber nicht drin essen. Da sind so viele Menschen. Oi, oi, oi. Papa ist miert. Schmeckt was? Ja, sicher. Wie kann das nicht? McDonald's Lieferdienst für die großen Kinder. Große Kinder. Große Kinder. Bitte schön. Dein Essen ist auch da drin. Mr. Patrick. Du hast so normale Pommes und die anderen. Ja, der Papa macht den Pool mit der Axt auf, weil der Papa gönnt sich. Haben wir wirklich kein Stanley-Messer in diesem Haus? Ja, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. So, wir bauen ihn jetzt auf. Wir haben uns für diesen Platz hier entschieden. Also heute wird es nichts mit Schwimmen, oder? Was? Papa, ich bin da schnell. Das ist dein Ernst. Scheinbar ist es also wirklich dein Ernst. Naja, wenn das dabei ist, wird es schon reichen, oder? Gell, Luisa? Wenn das dabei ist, ist es dabei. Ja.
So, wer hilft mir beim Bauen? Unser Pool steht. Luisa ist schon bereit. Es ist sehr schwer, das da reinzustecken. Michelle befestigt gerade die Becherhalter. Da haben wir auch nämlich zwei Stück. Das dürfen auf jeden Fall kein Stück. Oh. Na? Habt ihr Spaß? Ja, das ist ganz gut. Da habt ihr viel Platz zum Schwimmen, ne? Wir schwimmen schon? Ja. So, mein Lieben, yeah. Okay, also jetzt bekommt Wasser rein. Nein, aber das ist nicht gut, oder? Oh ja, ja doch, du müsstest da, gib's dem Patrick. Nein. Hallo Lisa, bist du, magst du schwimmen? Magst du schwimmen? Ah, Patrick, komm da. Immer wenn der Papa was aufbaut, ist er Agro-Berlin. Was hast du im Mund? Hast du deine Kirschen immer noch? Die waren da drinnen so. Zwei Stück. Das sind Kerne, aber die musst du ausspucken. So, jetzt geht's rund. Wir haben es irgendwie nicht geschafft, diesen da reinzustöpseln. Das mal reinstecken. Nein, Lara, das muss man nicht jetzt reinstecken. Das macht der Papa später. Es kommt schon Wasser rein, siehst du, Luisa? Das wird jetzt mehrere Stunden dauern. Weißt du? Freust du dich? Fisch, ja, dann bist du der Fisch. Aber jetzt, der Patrick hat es geschafft reinzuschrauben. Und jetzt kommt das Wasser hier raus. Ich bin echt gespannt. Ich glaube, beim letzten Mal hat es 5 Stunden gedauert, oder? Ja, das ist bis morgen nicht fertig. Du glaubst, über Nacht müssen wir das? Ja, wie kann man das über Nacht offen lassen? Das ist voll stressig, oder? Dann schaltet man in der Früh wieder ein. Wenn du dann aufwachst und die Kinder und so bringst. Schwimm, du Fisch. Ich will auch das machen. Schau dir, Lisa. Hallo, Wischi. Wegen dem kalten Wasser. Magst du auch rein und auch Pipi in deine Windel machen? Ja? Ist es kalt? Kann man denn gehen? Ja. Die Luisa. Hey, ich klatsch nicht. Ich will nicht nass werden. Du willst nicht nass werden? Ich bin bei mir eine Turnhose. Das ist eine Turnhose, ja, ist ihre wegen, Turnhose. Wegen als ich ganz war, das war zu heiß. So, meine Lieben, jetzt ist. So, meine Lieben, jetzt ist. Ich komme! So, meine Lieben, es ist 20 Uhr, die Mädels sind in der Badewanne. Die Mama liegt jetzt im Bett. Ihr geht es aktuell wieder nicht so gut. Und ich werde jetzt am Abend noch Weichselmarmelade machen. Wir haben so einen Weichselbaum im Garten. Ist zwar nicht groß, aber er hat heuer ziemlich viele gehabt. Ich zeige euch, was ich von dem kleinen Baum heuer genommen habe. Es ist circa
ein Kilogramm, 1,5 Kilo. Wir haben noch sehr viel gegessen und das ist das, was noch geblieben ist. Und natürlich werde ich euch auch zeigen, wie ich es alles mache. Es ist zwar nicht schwer, ist auch besser als die vom Supermarkt. Man weiß auch, was drinnen ist. Also bleibt dran. Also für diese Marmelade habe ich da circa 1 Kilogramm Weichsel aus unserem Garten. Dann habe ich noch einen zweiten Behälter, weil ich werde dann die Weichsel entkernen. Die Kerne kommen da rein. Dann brauche ich noch 1 Kilogramm Zucker, der Saft von einer Zitrone und eine Vanilleschote. Senorita. Das wird aber lange dauern. Die Weichsel sind so klein. Wenn ich alles entkernt habe, weiß ich nicht. Ist das Baby schon geboren? Ja, dann kriegt er frische Marmelade von mir. So, meine Lieben, meine Marmelade ist fertig, schaut so aus. Und ich werde sie gleich in Gläschen reingeben. Meine Marmelade ist fertig. Ich habe aus einem Kilo Weichsel 3 Gläser Marmelade bekommen. Ich zeige euch auch, wie es aussieht oder wie viel ich bekommen habe. Die 3 Gläser habe ich gemacht. Ich und der Patrick, also ich bin mit der Patrick noch in der Küche, wir werden noch etwas essen. Wir bereiten uns gerade noch ein Bowl, ein Buddha Bowl, das haben wir letztes Mal auch gemacht mit Quinoa und Avocados und alles drum und dran. Ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden. Ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschüss!